Freunde der schweißtechnischen Unterhaltung. Wir haben Tutorials versprochen. Ja? Geben wir heute ein bisschen Gas mit. Deswegen heute hier Tafelbau, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen im Schnelldurchlauf. Ja? Nichts Besonderes, ähnlich wie die Lampe. Vierkantrahmen, ja, bisschen Holz, bisschen anflammen, passt zum Rest des Studios. Ja, wir bauen immer noch auf. Heute anderer Spot, wir sind umgezogen. Hier, bisschen Theorie heute, bisschen weniger Gags, ja, weniger Lachen, hinsetzen, zuhören, mitschreiben braucht keiner, zurückspulen an Anfang und nochmal gucken. Wir sind immer noch bei der Schweißtechnik für zu Hause, ja, holen heute ein paar Beginner ab, um mal so ein bisschen Theorie in die ganze, in die Grundlagen der Schweißtechnik zu bekommen. Ja, was wir jetzt hier haben an der Tafel ist einmal hier ein Stumpfstoß, eine Stumpfnaht, ja, wie wir das hier sehen. Wir haben mal hier aufgeführt, wo das herkommt. Ja, hier aus dem Englischen, BW steht üblicherweise in Schweißprüfungen. Ja, Leute, die das tatsächlich beim TÜV abgelegt haben, werden das hier kennen. Ja. Butt Weld auf Englisch, Stumpfnaht, ein Vollanschluss, ja, hier Wurzel rein, entweder eine Lage oder je nach Dicke mehrere Lagen. Nichts für heute, gucken wir uns auf jeden Fall mal an in einer anderen Folge. Heute hier, Kehlnähte, ja, ist das, was wir alle mehrfach und zuhauf in der Garage durchziehen. Ja. Das schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Und ich werde euch so diese 1, 2, 3 Tipps geben, um einfach da ein bisschen Safety reinzubekommen, sich selbst mal ein bisschen überprüfen, ja, seine eigene Schweißnahtqualität überprüfen, was sieht gut aus, was ist in Sachen Dicken einer Schweißnaht, gibt es da ein Maß, gibt es da kein Maß, kann man sich da nach irgendwas richten, genau das werden wir heute lernen, ja. Weiter geht's. Ja. Ich mache mir mal die Tafel sauber, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Wo ist das Tafelwasser? Hier. Haben wir uns schön versteckt. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. 1, 2, 3. Alles Kehlnähte. Ja. Drei unterschiedliche Formen der Kehlnaht. Wir unterscheiden hier, ich könnte das natürlich alles aufschreiben, ne? Das ist eine Hohlkehlnaht. Ja? Also wir sehen hier, wie schön halbrund die zu den Bauteilen liegt. Die liegen winklig zueinander. Eine Wölbnaht, das ist die ungünstigste Nahtform, die wollen wir gar nicht haben. Ja? Die weiß ich gar nicht, sollen wir so tief reingehen? Also ich sag mal so, wir haben hier so ein bisschen Kerbwirkung, ja, also zu sehr gewölbt sollte unsere Naht nicht sein. Ja? Streichen wir mal durch, wollen wir nicht, Quatsch. Die ist technisch gesehen für den Kraftlinienverlauf sehr tief im Thema, sehr günstig, ja, gefällt uns gut. Das ist das Flachnaht, ja, ich sag mal, die nennen wir jetzt heute einfach mal Kehlnaht. Ja? Die ist flach, ja? Die hat hier so ein rechtwinkliges Dreieck. Das gucken wir uns an, brechen diese Naht auch und gucken uns dann mal den Wurzelbereich an. Wurzelbereich in einer Kehlnaht ist hier dieser, das ist der Wurzelpunkt. Wir haben jetzt hier Probestücke, die sind 80 breit, ist ein 80x8 S235, also nichts Wildes. Ja? Die werden wir beide brechen und uns, wie gesagt, ansehen. Ja? Ohne, ich sag mal, eine, weiß ich nicht, ohne Riesenrechnung aufzufahren. Ja? Und da gibt es was in der deutschen Industrie, das nennt sich die gute alte Ingenieurspraxis. Ja? Und die gibt es eine minimale Formel, die schreibe ich mal kurz ran. 0,5 mal T, 0,7 mal T. Was sich worauf bezieht, gucken wir uns jetzt mal an. Die 0,5 mal T, die trifft dann zu, wenn ich zeichne jetzt hier einfach mal rein, wenn ich quasi auf beiden Seiten Zugänglichkeit habe, das heißt, wenn ich ein Blech irgendwie im T-Stoß irgendwo aufschweiße und die Möglichkeit habe, vorne und hinten oder links und rechts, wie man das nennen möchte,
eine Naht zu schweißen, ja, dann tritt diese 0,5 mal T. Was ist T? T, Englisch Thickness, könnte man auch so, S, Stärke, könnte man das genauso ausdrücken. Stärke ist was? Stärke ist einmal unser Material 1, sag ich mal, und hier unser Material 2. Und da können wir jetzt beliebig einfügen, was wir möchten, um jetzt mal ein bisschen einfach zu bleiben und damit ihr mir auch folgen könnt. Nehmen wir mal für Material 1 10 mm Stärke, 10 mm, und für Material 2, einfach weil wir es, keine Ahnung, weil wir es jetzt frei wählen können, nehmen wir einfach 12. Ja? Einfach mal, ja, untere Platte ist 12, die obere Platte ist 10 mm. Wenn wir also auf beiden Seiten schweißen können, nehmen wir die 10, gehen hier in diese Formel. Formel rechnen, keine Ahnung, ob wir das jetzt hier, ja, auf Deutsch würde das so aussehen, 0,5 mal, wir tragen für T unseren Wert 10 mm ein, 10, ja, bla bla bla, nicht zu viel Schnickschnack, 5 mm. Ja, 5 mm wäre hier quasi unser Amaß. Ja, also das, was wir hier haben, was wir hier gerade errechnet haben mit der mit der Hightech-Formel hier, ist das Amaß. Was wir wissen, ist, dieser Wurzelpunkt bis zu der Oberfläche der Naht soll 5 mm sein, denn das ist das Amaß. Ja, das ist das Amaß einer Kehlnaht. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier schon viel zu wirr aussieht, deswegen machen wir das mal so. Ja, und die Erklärung knallen wir nach da. Amaß. Amaß für Kehlnaht immer wichtig. Ja? Ist das immer so? In der Garage ist das zu 99% so. Ja? Es gibt natürlich irgendwann Blechdicken, die das nicht mehr zulassen. Ja? Also wenn hier jetzt eine 100 steht und hier eine keine Ahnung, 80, ja, dann wird euch irgendein Ingenieur sagen, pass auf, reicht, wenn die X Amaß, weiß ich nicht, 40 mm, 35 mm, rechnerische Darstellung. Ja? Interessiert uns nicht, wir Garage verarbeiten Materialien, 2 mm, 1 mm, da brauchst du eigentlich gar keine Kehlnaht rechnen, keine Ahnung, 5, 8, 10 mm, das ist, was wir verarbeiten und da kann man mit sowas wunderbar arbeiten. Ja? Jetzt haben wir gesagt, jetzt mache ich nochmal sauber. Und ihr seht in 30 Sekunden hier nochmal eine frische Tafel. Ihr seid noch bei mir? Hohlkehlnaht? Für heute nicht. Wölbnaht? Prinzipiell nein. Kehlnaht, Flachnaht? Da reden wir drüber. Ja? Rostet. Aber nicht heute. So. Beidseitig geschweißte Nähte 0,5 mal T. Ja? Eine Seite schweißen, zwei Seiten schweißen, Amaß 5 mm bei 10. Ja? Wie in der Schule, ne? Richtig wie in der Schule. Jetzt gehen wir hin, einseitig geschweißt. Die ist einseitig geschweißt. Ja? Gleiches Prozedere, 10 Wand oben, Stärke des Bleches 10, Stärke des Bleches mehr. Ja? Umgekehrt ist das natürlich genauso der Fall. Ja? Auch dieses Blech könnte 10 sein und das 12. Die Rechnung bleibt die gleiche. Wo wir den kleineren Wert haben, das ist Schnurzepieps. Wir kommen nur auf eine Seite dran, weil dieses Blech ist unfassbar hoch und der Boden ist unfassbar lang. Ja? Also haben wir nur die Möglichkeit, auf dieser vorderen Seite zu schweißen. Dann gilt das, ganz genau, 10 mm, 7. Ja? Das sieht richtig gut aus, ne? M&M. Einseitig geschweißte, ja, diese Formel, zweiseitig geschweißt, beide Seiten komme ich dran, diese Formel. Schick. Das ist schon das ganze Spektakel. Jetzt gucken wir uns mal hier den Praxistest an. Ist kein Battle, weil das ist Quatsch. Der Julian aus Marketing, ja, den habe ich mir mal von oben, der war so lieb, also wir können mal, nee, nach draußen gucken können wir nicht, ist schon lang dunkel. Ja. Ich schweiß eine Naht, der Julian schweißt eine Naht.
Der ist zensiert, deswegen. Ja, zensurpflichtig. Mensch, hätte der doch Rolle, auf die Spur zu laufen. Also wir haben, ja? Ne, mach du. Bitte. Jetzt ist Day of Suffering heute, ne? Ja. Jetzt geht los, ne? Der Julian hat jetzt ein Tröpfchen in der Ungebutz. Der darf jetzt vorlegen, ja? Ich lege eine hinterher und dann brechen wir einfach mal. Also kann sein, ich glaube, die Bilder können wir auch verwenden, ne? Sieht ja gut aus, ja? Ich würde sagen, die Zuschauer entscheiden einfach, welche die bessere Naht ist. Mega Idee, top Idee, ja? Geiles Format, ist so. Mega Format. Ja? Steht nichts. Egal, ja? Wo möchtest du denn schweißen? Willst du auch da unten schweißen? Hier drauf. Wow. Du willst nicht... Nein, um Gottes Willen. Ich würde gerne so bequem und angenehm wie möglich. Anfängergerecht. Das macht dir Spaß, kann das sein? Volle Pulle. Richtig nice. Zieh eine Karte. Kannst du... Zieh dir ein. Weißt du, zieh dir selber ein. Ich glaube, das ist einfach hier. Zusatzwerkstoff. Meiner Wahl. Matt. Glänzend, kupferfarben. Ich würde Stahl für Stahl nehmen. Das ist schon mal nicht schlecht. Stahl für Stahl. Zusatzwerkstoffe. Mach mal ein Ding draus. Ja? Stahl für Stahl lasse ich nicht gelten. Julian darf, ja, aber da machen wir. Ja, jetzt haben wir die hier. Das Stahl für Stahl lassen wir mal so stehen. Ja? Praxistheorie. Ja, Praxistheorie. Okay, gut, komm. Man sieht auch überhaupt nicht, dass das der Julian ist. Also sieht von hier schon mal nicht schlecht aus. Ich kann natürlich jetzt nicht erkennen, ich habe auch keinen Helm an. Wolfram Elektrode hat noch nicht gepackt. Das ist ja spannender wie beim Fußball hier. 100 Ampere ist auch gut. Der hat mich veräppelt. Ja, richtig schön Nähtchen gemacht. Ja. Richtiger Wigschweißer, der Julian. Hat er bestimmt vom Imagefilm gelernt oder so. So, bis ganz nach hinten und dann schön mit Absenkzeit und allem und Brenner drauf lassen. Ist das nach hinten raus ein bisschen blöd, ne? So, zeig mal. Und was sagt der Chef? Ja. Können wir machen. Nein. Also rein technisch, wir sind alle da, ne? Also rein technisch ist, es treten folgende Fehler auf. Also für den Anfang schon gut, ja? Wirklich, also für den Anfang würde ich jetzt mal sagen, nichts zu meckern. Was wir natürlich hier haben, ist, wir sehen eine nicht geschmolzene Kante. Nicht so schlimm. Dann, wir haben ja eben gesagt, Brenner, 45 Grad, 45 Grad. Warum macht man das so? Damit man, und jetzt Achtung, wir gucken uns mal hier die ersten 30 mm an. Ja? Du hast hier auf die untere Flanke gehalten. Ja. Ja, du hast also hier unten auf dem Blech viel Schweißnaht. Du siehst, dass du hier an der, also ich, gut. Naja, also wir werden gleich beim Bruch sehen, dass du weniger auf die Wurzel gegangen bist, also auf diese Mitte, auf diesen Center Kante, da. Ne? Ja. Und Gas, mega, ja. Also schön silbrig, ja, die hat also genug Abdeckung gehabt. Genug Argonschutz hier, ja. Hier wird es ein bisschen wärmer. Also mit zunehmendem Blauton haben wir mehr Temperatur. Das können wir auch schon mal sagen. Das siehst du hier dran, ja, an dieser Linie, die dann hier einfach größer wird. Hier kann die Wärme nicht mehr weg und staut sich in diesem Bereich. Ja? Mhm. So, hier hast du einmal ein bisschen einen Tacken zu schnell nach vorne. Hier ist so eine Kaltstelle. Ja? Könnte sein, dass hier so ein Stückchen Draht hängt. Ja, ja? Ja. Und diese Schmelzlinie hier, die ist, also die hat den Anschein, als wäre das obere Teil halt nicht mit dem unteren verschmolzen. Mhm. So, jetzt, ja, macht ja auch Spaß. Schweißen macht generell mega Spaß. So, ich nehme mir jetzt auch mal eine. Ja? So, ich wähle das, was du nicht, so. Liegt am Blech, liegt bestimmt am Blech.
Jetzt haben wir ein Zweier Edelstahlblech. Da können wir auch mit unseren 100 Ampere jetzt nichts machen. Mhm. Ja, also das konnten wir bei dem 8 mm Blech, Wärmeableitung viel höher und kann einfach mehr Temperatur vertragen. Hier gehen wir so Bereich 40, 50, reicht. Ja? Wir haben auch nur einen Versuch, wir haben nämlich nicht mehr Bleche vorbereitet. Würde ich einfach mal, keine Ahnung, wir machen einfach mal weiter. Also immer schön nah dran mit der Elektrode, ne? Das Ding ist, ich glaube, der Lichtbogen, ich weiß, ob die Elektrode jetzt verunreinigt ist, aber irgendwie fackelt der. Ich komm mal mit, mach mal an. Die ist am Arsch. Oh, das ist ja ganz was Feines. Was ist passiert? Ja, das ist ganz was Feines. Bist du ganz nah dran? Du siehst das hier? Ja. Dieser Magnet ist 30, 35 mm von deiner Schweißnaht entfernt. Ist top platziert, ja. Nur dass der dafür sorgt, dass dein Lichtbogen so derbe abgelenkt wird, ja, mhm, und den Stromfluss stört, im Fachjargon Blaswirkung, ja, tatsächlich, dass du so ein Ergebnis hast. Das ist der ganze Trick gewesen. Ja, klassische Blaswirkung, richtig, ganz genau. Ich geb nochmal. Ne? Gib ihm. Das mit diesem Reinlegen. Wie hast du das denn geschafft jetzt? Warum? Da ist eine Stelle, ist gut. Blaswirkung, ja? Erklären wir mal. Ja, Magnet wirkt sich nachteilig auf Schweißen aus. Und hier, ja, okay. Schade. Also nicht durchgebrannt, das ist okay. Aber von der Schuppung her kein Power. Ne? Hier zum Schluss gut, aber ganz oft ist der Tropfen abgerissen. Also da ist ganz klar Millimeterdraht. Ne? Millimeterdraht, mehr Power tatsächlich. Also weniger Power, wie man sieht, ist nicht immer gut. Ne? Weniger Power ist nicht immer gut. 42 Ampere an der Stelle vielleicht ein bisschen scheiße. So, gleiche Naht, mehr Power, andere Seite scheiße, diese Seite Chuck Norris-Style. Ich ziehe nur bis zur Heftstelle. Nur mal um. Also mehr Power, ne? Mehr Power ist die Antwort. 64 Ampere, deutlich besser, ne? Das sieht wie eine Schweißnaht aus. 42 Ampere Edelstahl, negativ, keine gut. 64 Ampere, bisschen mehr Speed, viel besser. Ne? Die können wir jetzt nicht mehr brechen. Die brauchen wir nicht brechen. Nicht ganz durchgezogen, Arschlecken. Den Bruch schauen wir uns an den Stahlnähten. Ja? So, die kommen in die Tonne. Jetzt kommt letzter Finale. Jetzt bin ich mal gespannt.
Jetzt bin ich mal gespannt. Zwei Millimeter Alu, 80, 40 pro Millimeter. Ich gehe raus, ja? Ihr seid dran. Willkommen im Aluminiumbereich. Ich hole mir mal meinen Helm. Spitze gebrochen, vielleicht ein bisschen Alu dran, unruhiger Lichtbogen, alles gut. Umdrehen, weitermachen. Also du siehst hier diesen etwas matten, silbrigen... Wie kann man denn so tief rein überhaupt? Ich dachte, das geht nur... Naja, okay. Also hier ist ein dicker Tropfen drauf. Wenn die Elektrode nicht mehr in die Spannhülse passt, dann hast du... Material drauf. Dann hast du was drauf. Man muss dazu sagen, die ist ganz klar... Die hat einen DC-Schliff, diese Elektrode. In der Regel müsste man jetzt die Spitze einmal brechen und eine Kalotte bilden. Da das aber eh eine graue WC20 ist, die ist für Aluminium eigentlich minder gut geeignet. Bürste nochmal, mach dir die Schmauchspuren weg. Und ein leicht kleiner... Ja. Und Action. Du kannst den Bullshit-Button drücken, dann bist du erlöst. Die geht brrrt. Patsch. Ja, zieh durch, alles gut. Gib ihm noch eine. Ah, du bist angekommen. Heiß. Also auf den ersten Blick sehe ich nichts. Also ich sag mal so. Was sagen wir denn jetzt? Am Anfang stark nachgelassen. Ne? Also das untere Blech. Ja? Das neu verkaufen. Das hat ja überhaupt gar nichts gesehen, ne? Ging auch nicht. Nee, ging auch nicht. Okay, gut, pass auf, Fazit. Das hat so ein bisschen was von Bleigießen, ne? Ich mach auch mal eine. Wo machen wir denn? Hier, da? Keine Ahnung. Jetzt bin ich auch aufgeregt, du. Das wird eine knappe Geschichte. So, lass mal gucken, was du mir hier übrig gelassen hast. Okay, pass auf, ich mache einfach, ja? Moment, der will mich doch hier bestimmt wieder verzweitakten. Das machen wir schon mal nicht. 67 Ampere? Hast du 67 Ampere genommen? Soll ich mal die gleiche Einstellung nehmen, um einfach mal zu gucken, ob das... Gerät kaputt ist vielleicht. Also, wir machen eins. 67 Ampere ist für mich leider nicht so gut. Wir gehen mal auf 80. So, und jetzt gehen wir auf 100. Das erste Stück war jetzt so. 110. Ja, das ist mir viel zu kalt. Also der Tisch zieht und Wärme. Ja, wir kommen hier nicht bis in die Ecke. Ja, deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen Hartgas. Könnte sein, dass das obere Blech jetzt ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird, aber ich kann, ja?
So, Treffer versenkt. Kein Draht mehr. Schon wieder kein Draht mehr. Noch einen halben Meter. Ja. Also zu wenig Power, ne? Was hat sie gehabt? 67, ganz am Anfang, passiert nichts, keine Wärme, kein gar nichts. Also lag doch an mir. Nee, das lag definitiv an. Alles gut. Ja? Ergebnis 1, Ergebnis 2. Also bei 62, 64, 67. 67. Ich habe jetzt 108, also sagen wir mal 110 Ampere. Ist okay. Ist einfach okay. So, nicht mehr. Ist auch nicht durchgebrannt. Du hast von Durchbrennen keine Ahnung. Das ist nicht so schlimm. Nein, alles schön. Alles schön. So, Aluminium, Edelstahl, sag ich mal. Mehr Strom. Klappt dann auch, ne? Wir werden zu allen Werkstoffen und allen Geräten, keine Ahnung, machen wir noch mal was, ne? Nein, Moment, wir wollen ja noch brechen, ne? Korrekt. Du hast schon gebrochen? Ne? Während ja, das ist spätestens am Okay, wir brechen, was brechen wir denn? Also da gibt es nichts zu brechen. Wir brechen die Stahlnähte, ja? Willst du noch mal gucken? Wir töten die jetzt, alle beide. Also wir flexen die jetzt längs mittig auf. Also wir flexen die ein Stück an, ja? Nicht bis durch, weil wir ja noch ein bisschen Einbrand sehen wollen. Ich klemme jetzt hier die Schraubzwinge oben drauf und versuche den Kollegen auf die Naht gegen das andere Blech zu drücken. Hammer macht man nicht. Also wir gucken uns jetzt hier genau diese Kante an, ja? Das ist die Kante, auf der die Wurzel liegt. Also überall da, wo so gerade Passagen sind, ja? Also hier ist zum Beispiel ein ganz gerades Stück, ja? Eine ganz gerade Kante. Wenn wir jetzt messen würden und das Material hat 8 mm, ja? Dann die gerade Kante. Jetzt muss man aufpassen, man muss sich immer beide Seiten anschauen und dann einfach mal für sich bewerten, wo geschmolzen wurde und wo nicht. Ja? Hier siehst du überall so ein bisschen Griffel, siehst du das? Es geht so rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Ja? Ich glaube, hier könnte sogar ein Fehler sein, siehst du das? Mhm. Also prinzipiell wollen wir, dass wir wollen deutlich erkennen, dass wir hier eine angefressene Kante haben, ja? So wie wir das jetzt hier sehen. Und diese 8 mm Wanddicke, die wir hier haben, die müsste unterschritten sein. Das sehen wir aber hier in diesen kleinen Wellen. Die kleinen Wellen kommen daher, da ich habe gependelt, ne? Und das sieht man auch in der Wurzel. Wie würden wir denn jetzt mehr von diesem Einbrand generieren? Durch mehr Leistung? Ja, mehr Power. Das geht einfach tiefer rein und dann ja. Ich, würde der Einbrand einfach tiefer hier ja. Ins Material reingehen. Mehr Power, ein bisschen den Brennerwinkel anpassen, ein bisschen mehr Richtung Material. Je angeknabberter die Kante aussieht, desto besser ist die Naht am Ende des Tages. Wir haben uns eben überlegt, wir werden das in 4 Wochen nochmal wiederholen. Ich werde den ein bisschen pimpen und wir gucken mal, wie weit wir voranschreiten. Was ich gerne hätte, was mitgenommen wird, das ist einmal 3 Kehlnähte, Wölbnaht, Hohlnaht. Wir nehmen bitte mit, dass die Flachnaht eigentlich unsere Naht ist. Ja? Über andere Nähte sprechen wir bestimmt nochmal. Dann nehmen wir mit, dass es etwas gibt, das von hier nach hier gemessen wird. Und dieses Ding nennt sich A-Maß. Ja? Dann nehmen wir mit, dass man das A-Maß mit einer klitzekleinen Formel berechnen kann. Einmal einseitig. Ja? Einseitig
ist 0,7 mal die kleinere der Wandstärken. Dann haben wir gesagt, zweiseitig. 0,5 mal die kleine Wandstärke. Ja, Werte eingeben, bumm, 1, 2, kommt raus, so und so. Brechen, wir wissen, wie Brechen funktioniert. Hier rein und über die Naht, hier ein bisschen anritzen, über die Naht kaputt brechen und reinschauen. Dann nehmen wir mit, dass wenn die beiden gebrochenen Bleche hier liegen, dieses angefressene ist gut. Und wenn wir es gerade haben, das heißt, wenn wir noch das Blech sehen und es nicht angetatscht ist, nicht angeschmolzen, dann ist es im Eimer. Ja? Das nehmen wir auch mit. Fehler, ich sag mal IO. Ja? Die kleine Maschine da unten, ja? Video 2, Motorhaube, DC getestet. Ich sagte Aluminium. Aluminium haben wir heute gesehen. Sieht so aus, ja, oder sieht so aus, entweder hier oder da, irgendwo dazwischen werden wir uns befinden, ja, mit der ACDC 200 Cut, mit der haben wir alles gemacht, ne? Mit der haben wir auch heute die Bleche vorbereitet, mit der haben wir Edelstahl geschnitten, Edelstahl geschweißt, Stahl geschnitten, Stahl geschweißt. Das Leben eines Schweißers. Ja, ist lang, ja, üben, ja, hier, naja, derbe Beispiele, ne? Aber wie wir sehen, am Ende wird alles gut und ist es nicht gut, dann ist es auch nicht das Ende.